So, hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. So, folgender Plan heute, wir machen noch die restlichen drei Rennen der WTC 800 und dann habe ich noch vier Rennen der 730 LP Klasse und zwei Rennen der 630 LP Klasse. Mal gucken, ob wir die noch mit rumkriegen. So. Was? Es ist wieder sich aufregen, Sprit- und Reifensparzeiten. Naja, schauen wir mal, ne? So, wir waren in Asien stehen geblieben. Und zwar Suzuka. Gab es ein WTC 800 Rennen, genau. Da würde ich sagen, machen wir als erstes mal dieses hier. So, ich muss mal gucken. Ich nehme dieses Mal ein anderes Auto. Und zwar den Lexus RCF GT500 und ich muss erstmal gucken, ob ich hier überhaupt mit dem Sprit durchkomme oder ob ich einmal stoppen muss. Ich fahre immer auf normal. Außer beim Money Grind, da stelle ich auf leicht runter. Ich habe zwar bis heute noch nicht so richtig rausbekommen, inwiefern der Schwierigkeitsgrad überhaupt so viel ausmacht. Ganz ehrlich bin. Es soll wohl irgendwie Auswirkungen haben auf die Zeiten, die die Gegner fahren, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir da so ein großer Unterschied noch nicht aufgefallen ist. Was mir aber gerade auffällt, dass ich die Bremsanzeige noch anhabe. Aber ich lasse die hier in Suzuka mal an. Weil ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich ansonsten hier die Bremspunkte treffe. Obwohl das letzte Mal bin ich Suzuka, glaube ich, ohne gefahren, ne? Ja, ist auch egal jetzt. Ist auch egal. Was? 950 Leistungspunkte? Alter. Zieht an mir vorbei und zieht mir voll vor die 12, ne? Das ist übel.
800. Das ist die WTC 800 Serie. 800 Leistungspunkte sind Anforderungen. Also maximal. Ja. Das ist ja wieder mein Freund aus Monza. Hallo, Kokobun. Ich glaube, was du meinst, waren die... Die Gruppe 1 Rennen, oder? Das waren, glaube ich, 950. Wenn mich nicht alles täuscht, das Menübuch. Ich glaube, da waren es 950 Leistungspunkte. Bin mir aber gerade nicht sicher. Weil da war definitiv Suzuka dabei. Weil das wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt, was so hohe Leistungspunkte hatte als Maximum. Weil mit einer anderen Klasse schaffst du das ja gar nicht, außer die Vision GT. Da weiß ich nicht, was es da an einer Leistungspunktegrenze gab. Da bin ich aber kein Suzuka gefahren. Da war Deep Forest dabei, auf jeden Fall. Ne, Trial Mountain. Nicht Deep Forest. Ah ja, Deep Forest war, glaube ich, auch dabei. Isal, na mal gucken, wie schnell er hier fährt. Der hat irgendwie, wenn ich Sardinia fahre, hat der irgendwie immer irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, ob den da der Sprit ausgeht oder ob da irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall fährt der in jedem Rennen, was ich in Sardinia fahre, in irgendeiner Runde oder für mehrere Runden, sowas von langsam. Keine Ahnung, was der da macht.
Aua. Die Regenfront könnte uns treffen. Wenn die Windrichtung so bleibt. Ist auch geil, ne? Die Regenfront zieht von Westen her rein und der Wind kommt aber aus Osten. Zu geil. So, noch sind aber die Trockenreifen schneller als die Intermediates. Noch haben wir keinen Wasserstand auf der Strecke. Ich werde den Regen hier mal aussitzen, weil es ist dann eh gleich wieder vorbei. So viel Wasserstand wird auf der Strecke nicht sein bis dahin. Dass sich wirklich die Inters da noch lohnen. Ja, immer noch im Trockenreifenbereich. Also alles cool. Und der Vorteil, ich habe ein bisschen Reifen gespart, weil die Temperatur runterging von den Reifen.
Obwohl der Reifen vorne links ja schon ganz schön leidet, ne? Oh. Hey. Weiche Reifen drauf oder was? Ach, das ist die Viper, ja, die ist mies. Die Viper von Bortelia, die ist mies. Das ist neben dem... Ja. neben dem Peugeot und... Ja, neben dem Peugeot und dem Porsche ist die Viper mit das beste GT3 Auto. Ich vermute mal, dass Portelia nicht nochmal in die Box geht. Ah, falsch. Ah, Moment, mach ich gleich. So, ja. Mal ein bisschen mehr Leistung abrufen jetzt.
So, Reifen passt, dann auf geht's in die letzte Runde. Ach, ja, Dreck. Das ist ein Depp, Alter. Das ist so ein Idiot. Das ist die letzte Runde. Der war an mir dran, ne? Hätte ich einen Fehler gemacht, wäre Portilla an mir vorbei gewesen. Und da fährt er in der letzten Runde, fährt er an die Box. Ah ja, die halten schon, das ist kein Thema. Ne, da fährt er in der letzten Runde nochmal in die Box. Also entweder hat er keinen Sprit mehr gehabt, dass er nochmal eine Runde nachtanken musste. Was aber ziemlich dumm wäre. Weil man das eigentlich mit dem Kraftstoffgemisch ganz gut kompensieren kann. Oder er war eine Runde zu zeitig mit den Reifen. Naja, gut. So. So, jetzt wird's lustig.